Warum kann ich nicht abnehmen? Diese Frage stellen sich viele übergewichtige Menschen. Eigentlich sollte es doch einfach sein. Weniger essen, mehr Sport und schon hat man die gewünschte Figur. Doch genau das ist ja das Problem. Die meisten können einfach nicht weniger essen, geschweige denn Sport treiben. Also muss man sich vorher die Fragen stellen, warum bin ich übergewichtig? Warum esse ich so viel? Warum brauche ich immer wieder diese süßen Dinge? Warum bin ich nicht imstande, richtig Sport zu treiben? Warum habe ich so wenig Energie und fühle mich schlapp und müde? Das kann mehrere Gründe haben. Eine klassische psychologische Theorie ist, dass es einen emotionalen Hintergrund gibt, warum Menschen übergewichtig sind. Essen soll hier also nur als Ersatz für bestimmte Gefühle dienen. Diese Theorie wurde nie bewiesen oder belegt. Nichtsdestotrotz halten die meisten Psychologen, wenn es um Übergewicht geht, an dieser Theorie fest. Es ist aber nicht immer so, dass es ein psychisches Problem gibt, welches dann zu Übergewicht führt. Häufig ist es auch umgekehrt. Übergewicht kann psychische Probleme verursachen. Immer mehr übergewichtige Menschen leiden unter Depressionen, Ängsten, Konzentrationsproblemen oder Schlafstörungen. Essen beeinflusst unseren Körper und natürlich auch unser Gehirn. Das Gehirn spielt eine sehr große Rolle, wenn es um unser Essverhalten geht. Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen mit Fettleibigkeit in bestimmten Gebieten des Gehirns eine niedrigere Dichte der grauen Masse haben. Des Weiteren gibt es deutliche plastische Unterschiede im Gehirn. Bereiche, die für den Geschmack und das Verhalten zuständig sind, sind verändert. Auch das Belohnungszentrum ist bei Fettleibigkeit und stärkerem Übergewicht verändert. Das Belohnungszentrum spielt eine sehr zentrale Rolle, wenn es um Übergewicht geht. Im Jahre 2008 gab es eine Publikation von der Psychiaterin Dr. Nicole Averna, in der sie Daten veröffentlichte, die deutlich machten, dass Zucker die körpereigenen Opioide und den Dopaminhaushalt im Gehirn verändern und dadurch ein starkes Suchtpotenzial haben. Aufgrund von Zucker verändern sich die Opioid- und Dopaminrezeptoren im Gehirn. Die Veränderung geschieht genauso wie bei Drogensüchtigen. Die Universität von Princeton machte ein Experiment, um zu sehen, ob Zucker tatsächlich so süchtig machen kann. Man gab Ratten normales Futter und auch eine 25%ige Zuckerlösung. Das entspricht dem Zuckergehalt eines Sodagetränks. Nach nur einem Monat waren die Ratten bereits süchtig und brauchten ihre tägliche Dosis Zucker. Danach entschieden sich die Ratten dafür, weniger gesundes Futter zu essen und erhöhten ihre tägliche Zuckerdosis ums Doppelte. Als man den Ratten den Zucker dann wegnahm, bekamen diese Entzugserscheinungen wie Drogensüchtige. Die meisten Menschen finden ja, dass es eine schöne Erfahrung ist, einen Milchshake zu trinken. Es scheint aber so, als würden übergewichtige Menschen das nicht genauso wie normalgewichtige Menschen erleben. In einer Magnetresonanztomographie lassen sich bestimmte Aktivitäten des Gehirns beobachten. Wenn man nun einen Milchshake trinkt oder irgendetwas anderes, was einem gefällt, dann werden bestimmte Areale des Gehirns aktiver. Diese Areale bemerken, dass es eine angenehme Erfahrung ist, den Milchshake zu trinken. Bei übergewichtigen Menschen jedoch ist die Aktivität in diesen Gebieten des Gehirns nach dem Trinken des Milchshakes nicht so stark ausgeprägt. Um die gleiche Freude zu spüren, müssen diese Menschen nun noch mehr Milchshakes trinken. Eine Studie konnte aufdecken, dass das Belohnungszentrum und das Motivationszentrum bei Übergewichtigen und Süchtigen überstimuliert ist, sobald ein Reiz, zum Beispiel Essen, vorhanden ist. Zur gleichen Zeit wird das kognitive Kontrollzentrum im Gehirn blockiert. Das führt dazu, dass man nicht in der Lage ist, sich zu kontrollieren. Das ist ganz normal bei jeder Sucht. Die meisten übergewichtigen Menschen nehmen sich sehr oft vor, nicht mehr zu naschen oder ähnliches. Sobald dann aber das Essen nur in der Nähe ist oder nur der Gedanke aufkommt, haben sie keine Kontrolle mehr über sich. Dieser Kontrollverlust hat noch einen anderen Hintergrund. Eine weitere Studie konnte zeigen, dass die Anzahl der Dopaminrezeptoren bei übergewichtigen Menschen deutlich niedriger ist. Je niedriger die Anzahl der Dopaminrezeptoren, desto höher der Body Mass Index. Je weniger Dopaminrezeptoren vorhanden sind, desto weniger Dopamin kann aufgenommen werden. Dopamin ist im Volksmund bekannt als das Glückshormon.
Um mehr Kontrolle über unser Essverhalten zu haben, ist es also wichtig, einen ausgeglichenen Dopaminhaushalt zu haben. Hier sind einige Tipps, wie Sie das erreichen können. Verzichten Sie für einige Zeit auf Zucker und auf alles, was süß schmeckt. Auch keine Süßstoffe. Verzichten Sie für einige Zeit auf alles Koffeinhaltige und auch auf schwarzen Tee. Verzichten Sie auf gesättigte Fette. Trinken Sie viel grünen Tee, da der im Tee enthaltene Polyphenol den Dopaminspiegel erhöht. Ein bestimmter Polyphenol, der im grünen Tee vorhanden ist, und zwar EGCG, reduziert sogar die Körperfettzunahme und stimuliert die Fettverbrennung. Essen Sie folgende Nahrungsmittel. Essen Sie Mandeln, Sonnenblumenkerne, Avocados, Bananen, Kürbiskerne, Guaven, Paprika, Spinat, Brokkoli, Kiwis, Orangen, Erdbeeren. Und das Letzte, was Sie noch machen könnten, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Damit ist richtiger und regelmäßiger Sport gemeint. Sport erhöht die Anzahl der Dopaminrezeptoren im Gehirn. Je weniger Sie essen, desto mehr Dopaminrezeptoren werden Sie haben. Je mehr Dopaminrezeptoren Sie haben, desto glücklicher und zufriedener fühlen Sie sich. Dann müssen Sie nicht mehr so viel essen, um sich normal oder um sich glücklich zu fühlen. Um richtig abnehmen zu können, brauchen wir ausreichend Energie. Diese Energie können wir nur haben, wenn wir richtig schlafen. Viele Menschen mit Übergewicht haben auch einen niedrigen Melatoninspiegel im Gehirn. Melatonin ist ein Stoff im Gehirn und ist notwendig, damit wir richtig und ausreichend schlafen können. Menschen mit Übergewicht und einem niedrigen Melatoninspiegel müssen oft abends, kurz vor dem Schlafen, etwas essen, damit sie überhaupt einschlafen können. Durch das Essen wird der Melatoninspiegel kurzzeitig angehoben und so der Schlaf induziert. Die Schlafqualität ist bei solchen Menschen schlecht, da der Melatoninspiegel schnell wieder sinkt und der Schlaf sehr leicht ist. Wenn Sie schlecht schlafen können, könnten folgende Tipps für Sie hilfreich sein. Essen Sie folgende Nahrungsmittel. Essen Sie roggenhaltige Nahrung, Hafer, Bananen, Tomaten, Fisch, Vollkornnudeln, generell Vollkorn. Verzichten Sie auf Weizenmehlprodukte, da es hilft, die Zuckersucht zu durchbrechen, die Sie haben könnten. Essen Sie viel Ingwer, Vollmilch und verzichten Sie auf gebratene oder gebackene Kartoffeln. Kartoffelbrei wäre okay. Häufig ist es nicht so einfach, diese Umstellung zu machen. Das größere Problem ist, dass wir diese Umstellung anfangen und dann abbrechen und zurück zum alten Verhalten gehen. Auch das ist ganz charakteristisch für ein Suchtverhalten. Um eine Sucht wirklich zu durchbrechen, müssen wir etwas in uns verändern. Ganz gleich, ob Sie süchtig nach Kohlenhydraten, Zucker oder Drogen sind. Es muss sich etwas in Ihnen verändern, sonst werden Sie für den Rest Ihres Lebens das gleiche Verhalten haben. Wie geschieht also eine Veränderung in Ihnen? Wenn wir ein bestimmtes Verhalten gelernt haben, ganz gleich, ob es gut oder schlecht ist, bilden sich in unserem Gehirn sogenannte neuronale Verbindungen. Unser Gehirn besteht fast aus einer unendlichen Anzahl dieser neuronalen Verbindungen. Um uns wirklich zu verändern, müssen wir in unserem Gehirn die alten Verbindungen auflösen und neue Verbindungen schaffen. Studien haben gezeigt, dass bestimmte Bewusstseinszustände das Gehirn verändern können. Hypnose ist ein solcher Zustand. Hypnose kann tatsächlich das Gehirn verändern, so dass sich dann auch das Verhalten dauerhaft verändert. Bei den von uns produzierten Hypnosesitzungen benutzen wir eine spezielle Hintergrundmusik, welche den Zuhörer in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt. In diesem Zustand kann eine plastische Veränderung des Gehirns erfolgen. Es reicht nicht aus, sich immer wieder vorzunehmen, sich gesund zu ernähren. Diese Vorsätze werden meist nicht eingehalten. Diese Vorsätze geben wir uns meist auch nur in einem normalen Bewusstseinszustand. Eine echte Veränderung geschieht meist in einem veränderten Bewusstseinszustand. Probieren Sie unsere Hypnose einfach risikofrei aus. Wenn Sie mit unserer Hypnose nicht den gewünschten Effekt haben, fordern Sie einfach Ihr Geld zurück. Es werden keine Fragen gestellt. Sie bekommen sofort Ihr Geld zurück. Wenn Sie bereit für eine echte Veränderung sind, bereit sind, die Kontrolle über Essen und Ihr Leben zu übernehmen,
dann ergreifen Sie jetzt die Chance. Sie verdienen es.